So, mein Video heute richtet sich an alle und jeden und jede. Es geht darum, wie kann man mehr lesen. Das Video richtet sich an alle möglichen Leute. Also ich habe Tipps für Leute, die schon viel lesen und noch mehr lesen wollen. Oder für Leute, die gar nicht gerne lesen und irgendwas lesen müssen. Also auch an Leute, die in die Schule gehen oder Literatur studieren oder sowas. Also an alle. Mein erster Tipp sind Hörbücher. Und ich weiß, Hörbücher sind in der Lese-Community ein kleines bisschen stigmatisiert. Also viele Leute sind der Meinung, dass Hörbücher hören nicht als Lesen zählt. Und im Wortsinne ist das natürlich auch richtig. Also es ist Ohrlesen sozusagen und nicht Augenlesen ist was anderes. Aber ein Hörbuch hören ist nicht dasselbe wie ein Film schauen. Man hat in einem Hörbuch den genau gleichen Inhalt wie in dem Buch, wenn es nicht eine gekürzte Fassung ist. Oder ein Hörspiel. In einem Hörbuch hast du genau die gleichen Sätze, du hast die gleichen Figuren, du hast alles identisch, nur dass es dir jemand vorliest und du es nicht selber lesen musst. Und deswegen ist es genau das Gleiche, wenn du das Hörbuch gehört hast. Und du kannst sagen, dass du dieses Buch gelesen hast, obwohl du das Hörbuch gehört hast. Meiner Meinung nach ist das richtig und meiner Meinung nach ist das nicht mogeln oder schummeln. Und das Geniale ist in einem Hörbuch, man kann immer parallel ein Buch lesen und ein Hörbuch hören. Und dann liest man praktisch automatisch doppelt so viel. Weil sich diese beiden Tätigkeiten nicht überschneiden. Also Situationen, in denen du liest, sind nicht dieselben Situationen, in denen du ein Hörbuch hörst. Also ich beispielsweise, ich lese lieber mit den Augen, aber es gibt einfach mehr Situationen, in denen du eine Geschichte hören kannst. Also du musst halt zum Lesen dir eine halbe Stunde Zeit nehmen und dich hinsetzen und so ein bisschen runterkommen und dann lesen. Und das geht natürlich auch oft, aber ein Hörbuch hören geht einfach nochmal ein bisschen. Ja, nochmal mehr im Alltag. Du kannst, während du ein Buch liest, vielleicht Nudeln kochen oder du kannst vielleicht Blumen gießen oder sowas, aber du kannst, während du ein Hörbuch hörst, was Aufwendiges kochen, du kannst lauter Sachen schnibbeln und anbraten, also kochen und du kannst spazieren gehen, du kannst Sport machen, du kannst putzen, du kannst, während du die Wohnung putzt, dein Hörbuch hören. Also das lässt sich einfach so viel besser integrieren beim Fahrradfahren, also ja, einfach praktisch immer, wenn du etwas machst, wofür du nur deinen Körper brauchst und nicht so viel von deinem Gehirn. Und immer dann, wenn man Musik hört und man hat eigentlich noch ein bisschen Brain Energy übrig, dann kann man das Hörbuch hören. Dann hat man dann liest man doppelt so viel automatisch. Ich sag's nur, es ist aufregend. Und dann kann man auch immer zwei Bücher gleichzeitig hören und man bringt die Geschichten nicht so schnell durcheinander in seinem Kopf, weil man es in unterschiedlichen Formaten konsumiert. Geiler Tipp. Mein zweiter Tipp ist ein Wochenziel und ich finde, es sollte hoch, aber auf jeden Fall erreichbar sein. Ich hatte so, ich würde sagen, vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder sowas, da hatte ich einen richtig langen Lesesumpf. Also ich habe irgendwie jahrelang fast nichts gelesen oder nur so ab und zu. Und ich habe mich noch als Leserin identifiziert und hätte das auch noch gesagt, dass vielleicht Lesen mein Hobby ist. Aber in Wirklichkeit habe ich eigentlich nie gelesen und ich wusste noch passiv, dass ich das immer gemocht habe, aber ich habe es dann nicht wirklich gemacht und habe das dann irgendwann mal bewusst wahrgenommen, dass ich das gar nicht mehr mache und dass das total schade ist, weil an sich habe ich schon noch Ideen, was ich eigentlich mal lesen möchte, nur ich mache es einfach nicht. Und um es dann von null auf ein bisschen was oder null auf irgendwas wieder in meinen Alltag reinzubringen, in mein Leben praktisch wieder einzuführen, habe ich angefangen, mir ein Wochenziel zu setzen. Und falls jemand von euch gerade wieder anfangen möchte zu lesen, meiner Meinung nach ist das Schwierigste eigentlich, sich dann zu entspannen und ein bisschen runterzukommen, weil du, während du ein Buch liest, nichts anderes machst. Du liest nur dieses Buch und musst halt ein bisschen runterkommen. Und man braucht ein bisschen Training, um dann nicht sofort zu seinem Handy zu wechseln oder 1000 andere Sachen zu machen, sondern sich ein bisschen diese Freizeit zu gönnen und dann einfach dieses Buch zu lesen. Und dann ist es gut, wenn man ein Leseziel hat, weil dann liest man nicht an einem Tag ein bisschen und am nächsten Tag denkt man sich, ja, ich habe gestern ja erst gelesen, dann lese ich heute nicht und jetzt könnte ich auch diese andere Sache machen. Wenn du dann sagst, okay, ich lese ein Buch in der Woche, ich muss jede Woche ein Buch lesen, am Sonntag bin ich damit fertig, dann weißt du, okay, jeden Tag lese ich 50 Seiten. Es sollte natürlich dann kein so dickes Buch sein, klar. Sonst muss man das anpassen. aber wenn man dann jeden Tag 50 Seiten liest, das ist dann total machbar. Du weißt, du setzt dich jetzt eine Stunde, eine halbe Stunde hin, du liest dein Buch, merkst, wie sehr du es liebst und verbindest dann diese Woche mit diesem Buch und weißt dann, nächste Woche habe ich dieses Wochenbuch. Dritter Tipp ist einfach zu DNFen. DNF bedeutet Did Not Finish. Man verwendet den Begriff, wenn man ein Buch
aufgibt und nicht weiterliest. Und das klingt ein bisschen schlimm und viele Leute machen sowas ja gar nicht, aber ich finde, es ist ein großer Fehler, es gar nicht zu machen. Weil das Leben ist zu kurz, es gibt zu viele Bücher, um Bücher zu lesen, die einen nicht packen. Und manchmal packen einen Bücher ja auch nur temporär nicht. Manchmal ist der Anfang mega langsam und das mag man manchmal, weil dann der Payoff später größer wird und weil man richtig in die Welt eingezogen wird und man versteht die ganze Welt irgendwie intensiver. Aber manchmal ist man nicht in der Stimmung für sowas. Manchmal braucht man schnelle Ergebnisse und schnelle Gefühle. Und genau dann ist es gut, wenn man das Buch einfach DNF't und sich bemerkt, ah ja, okay, wenn ich mal ein bisschen gechillter drauf bin, kann ich das lesen. Und dann kann man es dann ja lesen. Oder man liest es nie, ist es ja egal. Es ist ja egal. Vielleicht überredet dich irgendwann im Gespräch mit jemandem, das doch weiterzulesen und dann kannst du es machen. Aber du musst dich da nicht durchquälen. Einfach was anderes lesen. Mein nächster Tipp, lesen, was man wirklich lesen will und nicht lesen, was man cool findet. Also beziehungsweise lesen, womit man cool aussieht oder so. Oder worüber, die man aus irgendwelchen anderen Gründen lesen, als dass man Bock drauf hat und dass sie einen interessieren. Und das ist natürlich manchmal auch so bei Büchern, die ein bisschen einen schwierigen Einstieg haben, weil die zum Beispiel viel Worldbuilding machen oder eine sehr intensive Stimmung vermitteln und dann ist es ein bisschen anstrengend reinzukommen. Das meine ich nicht. Solche Bücher kann man dann natürlich trotzdem lesen, wenn man eigentlich weiß, dass man sie cool findet. Aber wenn man weiß, dass man ein Genre eigentlich gar nicht mag oder man hat von dem Autoren noch nie irgendwas gemocht, dann ja, vielleicht einfach sein lassen. Also gerade wenn man gerade in einer Phase ist, in der man ein bisschen, in der man kurz davor steht, seine Lesefreude zu verlieren, sein lassen. So, der nächste Tipp ist, in verschiedenen Formaten zu lesen. Das ist ganz ähnlich wie mein erster Tipp. Aber zwischen Formaten zu wechseln, in denen du liest, entspannt einen irgendwie. Bringt einen dazu, mehr lesen zu können. Das Gehirn friert sich nicht so ein. Es ist ganz cool, wenn man zwischen seinem E-Reader, einem physischen Buch, einem Hörbuch und vielleicht auf dem Handy lesen, wenn man Wattpad-Leser ist. Oder ich habe zum Beispiel mal in der Stadtbücherei-App auf dem Handy, muss dann immer auf dem Handy lesen. Es ist ganz cool, da ein bisschen durch zu variieren. Das ist jetzt wieder ein Tipp für Leute, die so ein bisschen wieder ins Lesen reinkommen wollen. Da finde ich es auch gut, sich eine Routine zu überlegen und das bricht gerade diesen Gedanken, dass man keine Zeit zum Lesen hat, auf. Also man sagt sich zum Beispiel, ah, immer morgen vorm Aufstehen lese ich erstmal. Oder immer abends, bevor ich ins Bett gehe, eine halbe Stunde lese ich. Oder immer in der Mittagspause lese ich. Immer, also solche Sachen, so einen Rhythmus dafür finden. Und dann wird sich das mit der Zeit ja anpassen. Aber also sich immer so ein bisschen diese Zeit freischaufeln. Und dann nicht die Sache machen, die man sonst macht. Weil in Wirklichkeit haben natürlich annähernd alle Menschen Zeit zum Lesen. Sternchen. Aber ja, man geht dann halt ans Handy oder man ist auf Instagram oder auf Netflix oder sonst was. Und wenn man das Lesen wieder einführen möchte in seinen Alltag, dann kann man sicher diesen Slot schaffen und dann lesen. Erst zu einer Priorität machen und gucken, wie es einem gefällt, wenn Lesen die Priorität ist. Lesen muss nicht die Priorität sein, man kann auch einfach Netflix schauen. Nächster Tipp ist was, das mache ich persönlich nur, wenn ich ein Buch richtig, richtig gern mag oder wenn ich ein Buch fertig kriegen will. Das ist ein Buch immer mitnehmen. Also wenn man das Haus verlässt, immer direkt in die Tasche sliden lassen und dann dabei haben. Also wenn man in die Uni geht, wenn man in die Arbeit geht, im Bus kann man dann schnell lesen, im Wartezimmer, beim Arzt kann man lesen. All solche Sachen, dann kann man immer kurz so ein 10 Minuten Lesen reinschieben. Ich finde das immer, also ich persönlich lese nicht gern für 5 Minuten. Also irgendwie macht mir das dann keinen Spaß, da bin ich gerade drin und dann höre ich wieder auf und dann habe ich das gar nicht richtig gefühlt. Ich fühle das gern. Aber ich weiß, dass viele Leute diesen Tipp gerne befolgen und gerne viel lesen in Öffis. Jetzt zum Beispiel bei langen Zugfahrten. Dieser Tipp ist jetzt ein bisschen unromantisch und für Leute, die ein Buch fertig lesen müssen, aber gar nicht wollen. Und das ist einmal in seinem Kopf. Wenn man leise liest, liest man sich ja manchmal selber in seinem Kopf die Geschichte vor. Also man hört auch so eine Stimme im Kopf. Und das kann man einfach sein lassen und einfach stattdessen nur die Wörter aufnehmen. Und nicht in seinem Kopf die Wörter betonen und denen Stimme geben und so ein bisschen den Vorleser, die Vorleserin spielen, sondern einfach nur die Wörter aufnehmen und zack, zack, dann ist man sehr, sehr, sehr viel schneller. Es ist effektiv, wenn man durchkommen möchte. Ja, also ein Buch, das ich lesen möchte, finde ich, ist dann dieses schöne Gefühl, dass man des Entertainments nicht da, aber man kann die Informationen aufsaugen. Vielleicht ein Tipp für Faust. Ähnlich wie das kann man, wenn man sich konzentriert und das so ein bisschen übt, durch ein Buch einfach nur
einfach erstmal immer nur so die Augen so eine Bewegung machen. Und dann durchscannen und nur die Wörter aufnehmen und gar nicht innehalten, um irgendwas zu verstehen. Und dann kannst du in Wirklichkeit, kann man, sortiert dein Gehirn die Wörter für dich, wenn du sie einfach nur aufnimmst, du musst sie nicht in der richtigen Reihenfolge lesen. Du kannst einfach so durch die Seiten gehen und dann wirklich auch immer zurück. Und dann kannst du irgendwann zwei Zeilen auf einmal nehmen und immer so scannen. Und dann kannst du drei Zeilen auf einmal nehmen und immer so scannen. Das ist so ein kleines bisschen Training ist da notwendig vielleicht oder ein bisschen Lesefestigkeit. Ja, aber so kannst du lesen. Das ist natürlich ähnlich wie scannen, wie so durch ein Buch einfach skimmen. Ist ein ähnliches Prinzip. Geht natürlich so dieses reingezogen werden in die Welt komplett verloren, klar. So, jetzt sind wir fast am Ende meiner Tipps angekommen. Weil das ist mit der Helligkeit immer so ein bisschen spannend. Das ist eine Lese-App verwenden. Also keine Zoom-Lesen, sondern übers Lesen. Goodreads zum Beispiel oder in Deutschland gibt es Lovely Books. Mit Lovely Books kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber auf Goodreads bin ich und da kann man sich mit seinen Freunden, Freundinnen vernetzen. Also es ist wie Social Media, wie Instagram, nur für Bücher. Also du gibst immer an, was du gerade liest, was du als nächstes lesen willst, wie du es fandest, wo du gerade bist in dem Buch. Und dann kannst du bei deinen Freunden kommentieren, was die so lesen und liken und so. Und ja, es ist irgendwie inspirierend und motivierend zu sehen, was so deine Leute lesen. Auch die Leseliste, was man noch lesen möchte, ist da geil. Und das geht jetzt so direkt über in meinen letzten Tipp. Ein Jahresziel setzen. Es gibt den Goodreads zum Beispiel, kann man sich im Vornherein überlegen, wie viele Bücher möchte ich dieses Jahr lesen. Zum Beispiel kannst du sagen 52, ich will jede Woche ein Buch lesen, oder du sagst 30 oder 12, ich will jeden Monat ein Buch lesen, oder 26, ich will jeden Monat zwei Bücher lesen. Solche Gedanken kannst du dir machen und dann rechnet Goodreads dir aus, wie viele Bücher du lesen musst, damit du dein Ziel erreichst, wie viele du pro Woche lesen musst und ob du es erreicht hast. Dann kannst du auch in deiner Chronik sehen, was du die letzten Jahre gelesen hast, wie viel du gelesen hast, was war dein längstes Buch, was war dein kürzestes Buch, was war dein bestes Buch, was war das schlechteste Buch. Also solche Sachen kann man da sehen, das rechnet dir die App aus. Das ist super fun, macht mega Spaß, kann ich nur empfehlen. Und aber auch abgesehen von Goodreads ist es, glaube ich, ganz cool, sich so ein Jahresziel zu setzen und auch überhaupt aufzuschreiben, welche Bücher man gelesen hat. Und dann kann man so ein bisschen sehen, ja, kann man es ein bisschen visuell sehen, was man gelesen hat. Und es ist auch ein bisschen cool, natürlich dann so voranzukommen. Also kommt darauf an, ob man ein Listenmensch ist, vermutlich. Sehr gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren meine 10 Tipps, wie man mehr und schneller lesen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne Tipps, wenn ihr noch welche habt, in die Kommentare. Ich bin auch immer bereit für neue Tipps, beziehungsweise immer scharf auf neue Tipps. Und das ist mein Instagram, das ist ein anderes Video, das ihr euch anschauen könnt. Und hier ist mein Kanal, ihr könnt ihn gerne abonnieren, ihr könnt dem Video einen Daumen nach oben geben und langsam werde ich ganz gut in diesem YouTube-Game, oder? Jedenfalls, was die Abmoderation angeht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bye!